Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Assassin's Creed im Director's Cut. Und das letzte Mal sind wir ja hier wieder in Akkon angekommen. Haben hier, ich zeige nochmal kurz die Map, soweit alles erledigt. Wir haben alle Befragungen gemacht, wir haben alle Aussichtspunkte, alle Bürger befreit und sind jetzt wieder im Büro und klären jetzt den, ja, das Attentat, wie wir das machen können. Da reden wir. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Na gut. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, und dann schauen wir mal. Sie wird sich auf dem Schiff zurückziehen, das ist der Zeitpunkt für den Anschlag. Okay. Wenn er auf dem Schiff ist, sollen wir ihn angreifen. Das heißt, ja. Jetzt ist die Frage, kann man hier in den Hafenbereich eindringen? Nee, kann man nicht, ne? Hier ist so eine Wand. Hier ist, glaube ich, ein Tor gewesen. Und hier war ein Tor, ne? Okay. Haben wir ausgerüstet unsere Klinge. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Ein Assassine! Haltet ihn! Naja, belassen wir es einfach dabei, bringt ja nichts. Hier ist das eine Tor, ne? Es wirkt aber schon so. Da hinten noch eine Flagge. Da hinten ist noch eine Flagge. Es wirkte schon so, als müsste man hier durch. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen anderen Weg. Man könnte schauen, ob wir uns von dem Balkon runtertroppen lassen, ne? Ja. Ich glaube, wir versuchen einfach mal, ja, frech einfach durch das Tor zu gehen, weil es sind auch keine Wachen davor. Wer sieht uns hier? Okay. Okay, verdächtig. Warum können wir uns hier so frei bewegen? Aha. Okay, wir sind wieder in so einem kleinen Softlock drin. Okay, wir nähern uns jetzt hier mal der Stelle. Da hinten, oder? Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ach, nein, doch nicht. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr.
Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Oh, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Ja, wir sollen ihn ja erst angreifen, wenn er in seinem Schiff ist, ne? Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! So, okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo dahinter wahrscheinlich, ne? Kann auch sein, dass er jetzt erst nach hinten läuft, ne? Oder hält er sich hier auf? Nee, der läuft. Hier sitzt er im Schiff. Ja, okay. Das heißt, wir müssen uns... Ich hätte ja eher damit gerechnet, dass wir uns jetzt hier so eine Rüstung besorgen. Also so eine... Oh. Oh mein Gott. Wer sieht denn uns? Sind das die hier unten, die uns sehen? Ich weiß jetzt auch nicht, wo der hingeht, ne? Hier hinten ist der Leuchtturm, oder? Ne, der Leuchtturm war hier, glaube ich. Kann auch hier der gewesen sein, aber ich glaube, es war eher der hier. Also er ist eher da hinten. Okay, eher in die Richtung, okay. Also meine Vermutung war ja zuerst, dass wir uns hier so eine Rüstung holen und dann quasi uns dem nähern können oder hier laufen können, ohne gesehen zu werden. Was macht er da?
Es ist so unlucky, wirklich. Ich sehe nichts, Alter. Ich sehe nichts wirklich. Geile Kameraführung wieder. Aber es ist so unlucky, dass er sich genau in der Sekunde umdrehen muss. Hat er uns gehört? Warum verlässt er dann den Fokus auf den? Ah, lächerlich. Echt so. Warum muss genau in der Sekunde muss der sich umdrehen? Eigentlich ist das. Na, dich habe ich gesehen. Ja, ich versuche erstmal ein bisschen die Gegend abzuschauen. Da ist noch einer. Ich frage mich, kann ich den hier so markieren? Nee. Aber ich bin eigentlich in der Nähe von dem Schiff, ne? Okay, okay, da ist auf jeden Fall ein Trupp. Aber er ist nicht alleine auf dem Schiff, ne? Vielleicht ist er da unten drin. Oh, 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 die laufen hier im Kreis. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Okay, wir gehen mal oben und versuchen von oben runter zu schauen. Die uns entdeckt. Ich hoffe nicht. Prévenez-moi, si vous l'apercevez. Ja, ich verstehe es nicht. Il n'a pas pu quitter la ville. Alors restez aux aguets. Ja, da hinten ist das, ne?
Oh, können wir da in den Heuer... Na, ich weiß nicht, ob das ein Heuerhaufen ist. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Je parie qu'il nous observe en ce moment. Ja, es hat so ausgeschaut, aber es könnte kein Heuhaufen sein neben ihm, ne? Es hat so ausgeschaut, als wäre dann... Ist das ein Heuhaufen auf dem Schiff? Ne, das sind Fässer, ne? Wie weißt du, bist in der Stadt und ich werde dich doch... Ach ja, dass er dann instant runterspringt. Das heißt, wir müssen jetzt das alles nochmal machen, ne? Warum ist der nicht da? Oh, die ganzen Wachen sind nicht da. Hä? Ist das ein Bug? Wer sieht uns? So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Ja, es wirkt schon so, als wäre es klug, den Bogenschützen da oben auf der Plattform auszuschalten. Ist der Einzige, der uns noch sieht, oder? Da unten der Betrunkene ist auch, das ist sicher super nervig. Okay. Ich glaube, wir sind ganz gut. Oh, nicht ins Wasser. Seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Das erinnert ein bisschen an Schindlers Liste, ne? Den einen Wärter. Okay, damit haben wir ihn. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr.
Okay, das heißt Flucht jetzt. Ich habe sie gesehen, wollte sie noch mitnehmen. Okay. Hat eher so semi-gut funktioniert. Okay, wir sind in der Nähe vom Büro. Wir warten erstmal, dass sich hier die Sachen wieder beruhigen. Aber dass wir da im zweiten Anlauf hinkommen, hätte ich auch nicht gedacht so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht dann ein Bug war, weil beim zweiten Mal waren ja gar keine Wachen mehr. Wir sind ja fast bis zu dem ersten Punkt wieder hingekommen. Dann konnten wir ja den einen Bogenschützen wegmachen und ja, dann haben wir uns halt von hinten versucht aufs Schiff raufzuschleichen und haben ihn dann auch First Try machen können. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau. Das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein. Aber habt Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. Okay. Na? Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Hat nicht gedauert. Ja gut, dann geht's mal in den Unterschlupf, mal sehen, was er zu sagen hat. Mualim, so, ne? Nicht viel Zeit, Felix. Ah, okay, erstmal die Real-Life-Sequenz. Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich.
Sehr gut, wir haben ja das Passwort und wir haben das letzte Mal ja seinen Stift geklaut. Damit haben wir Zugriff auf seinen Rechner. So, er verlässt hier das alles. Ich schau nur, aber hier dürfen wir nichts machen. Ich quatsche erstmal hier mit Lucy, vielleicht hat sie noch was zu sagen. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Dillman? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Ja, das meine ich ja, ne? Die Templer wollen... Im Prinzip wollen die das auch wie die Assassine, halt bloß mit Law and Order und nach den Regeln der Templer. Und die Assassine wollen das irgendwie auch, aber halt eher so, dass jeder frei entscheiden kann, was richtig und falsch ist. Aber am Ende auch alles in einer gewissen Ordnung ist, ne? So, können wir hier... Ich glaube, wir können hier nichts... Oh, hier ist doch... Den Kugelschreiber kann ich jetzt nicht klauen. Kann ich hier was machen? Na, hier kann ich nochmal quatschen mit dir. Also was? Benutzen Sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Miss Dillman? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann die Dateien? Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Ja, das die... Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver? Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Dort ist der Unfall passiert. Okay, ein Bunker. Sagt ihr noch was? Nee. Der Typ kommt, glaube ich, oder? Nee. Ich glaube, wir müssen erstmal ins Zimmer, damit sie hier den Raum verlassen kann. Dann versuchen wir wieder rauszugehen. Mal schauen, ob wir hier irgendwas triggern können. In der Dusche war ich auch noch nicht, ne? Ja. Okay. So, ist sie jetzt weg? Weil meine Vermutung ist jetzt, dass sie den Raum verlassen hat. Ja. Weil jetzt könnten wir versuchen, den Rechner vom Warren zu hacken. Schauen wir mal, ob er hier... Da war ich zu schnell mit Dings. Aber ich glaube hier... Oh, hier ist gelöscht. Hier ist was gelöscht worden. Wir fangen wieder unten an zu lesen. Oh, was ist denn das für eine riesen Mail?
Ach, ist das sogar in der richtigen Reihenfolge? Sechster? Nein, es ist schon immer später, ne? Also wir müssen von unten lesen, wenn wir es verstehen wollen. Boah, ist das ein Riesending. Von irgendwen an Lucy, an sie halt, ne? Brauche Infos zu DAE-Vorfall. Dann schickt sie an irgendwen, ist das ausgeschwärzt? Mindestens 20 starben beim Unfall. Nehme an, dass dieser der Startort ist. Wenn nicht, dann sicherer Aufbau. Sollte versucht zu infiltrieren. Mindestens 20 starben beim Unfall. Okay, bei dem Unfall in Denver. Nehme an, dass dies der Standort ist. Wenn nicht, dann sicherer Aufbau. Sollte versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Startes? Keine Ahnung. Sender in niedrigen Erdumlaufbahnen für Artefakte. Ausweitung des Experimentes zur konditionierten Reaktion von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren sie alles. Vor 5 Jahren. Das müsste ja eigentlich 2002 gewesen sein, oder? Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Okay. Was ist mit Desmond? Das sind wir. Also wir in der Real-Life-Person, das ist Desmond Miles, das ist quasi der Charakter. Und wir spielen halt immer die Erinnerungen der Assassinen Vorfahren wieder. Und in dem Fall ist das ja dann Altair und dann die anderen. Ich will nicht zu viel spoilern. Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe die aufgehalten, aber sie sind jetzt nahe dran. Okay, sie sind jetzt quasi nahe dran an den nächsten Splitter. Weiß er von uns? Ja, nein, aber ja. Gut, das soll erst einmal so bleiben. Okay, wir können ihr Hilfe schicken. Steve fragt, ob sie Hilfe schicken können. Er kam jetzt nicht. Ah doch, geht noch und noch was. Du fragst dich, warum dich alle auslachen. Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer, größerer und besserer als du. Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Lies dir sicher, es gibt Mittel und Wege, klick einfach auf den Link. Und was heißen die Großbuchstaben? N, B, D. A. Besser ist auch groß geschrieben, ne? N, B, D, B. A. Sind halt ein paar Buchstaben groß geschrieben, ne? A. Hier oben sind auch noch was Sachen groß geschrieben. Warte mal. S. S, A, D, N, B. Ja, bei dem anderen B bin ich mir nicht so sicher, aber D. A. Ja, könnte man vielleicht sicher irgendwie noch was sich zusammenreimen. Schnell und günstige Medikamente.
an. Probleme da unten. Interessant sind halt ein paar Sachen, warum die groß geschrieben. Das W ist ja auch groß geschrieben. Ratte. Wie Ratte? Ratte ist eigentlich auch... Okay, ich komme da jetzt... Man könnte sie sicher jetzt hersetzen und dann die ganzen Großbuchstaben rausschreiben mit L, N. Und das wird wahrscheinlich dann der Hinweis sein für, ja, für die Infiltration oder ob Hilfe kommt. Aber belassen wir es erstmal dabei. Na. Ich glaube, die Sachen haben wir alle, ne? Ja, wichtig. Interessant wäre für mich jetzt mal, ob wir den Lab, ob wir hier hinten den PC hacken können. Also hacken, wir wissen ja das Passwort, dadurch, dass wir den Stift haben. Sollten wir ja jetzt Zugriff haben auf das Teil. Ja. Vidic Moran, das ist halt eher der Dude. Das sind die Sachen, Ausgang. 3. September. Mhm. Und hier wurde auch was gelöscht. Vertrauliche Informationen. Lesen wir mal, was er verschickt hat. Woran habe heute wieder einen Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den... Ach so, okay, das ist Lucy. Das ist quasi die E-Mail, die wir schon drüben gelesen haben. Lesen wir jetzt hier nochmal. Dann... Hier haben wir eine okay, das ist auch diese E-Mail, die wir drüben schon gelesen haben. Das ist hier quasi nur dann der, die nochmal quasi die Anführung, deswegen wahrscheinlich untergelöscht. Dann lesen wir mal hier, 3. September. Oh, eine richtige. Abstergo News Wire Service. Die Hurrikansaison ist zu Ende, aber nicht so, wie Sie denken. Immer unvorhersehbare Wettermuster haben den globalen Wetterdienst dazu veranlasst, den Ausdruck Hurrikansaison zu verwerfen. Diese Season beschränkt sich einst auf die Monate von Juni bis November, da sich aber die Dauer, Frequenz, Stärke und örtliche Konzentration dermaßen gesteigert haben, müssen sie die meisten Küstenstädte in den ständigen Angst vor diesen zerstörerischen Stürmen leben. Starte des Abstergo-Satelliten verschoben. Start des Abstergo. Achso, das ist ein Satellit der Abstergo. Abstergo. Okay. Da Abstergo noch letzte Einstellung an ihrem All-in-One-Telekommunikationssatelliten vorzunehmen hat, haben sie den Start dieser ersten Satelliten bis zum 21. Dezember verschoben. Sie behaupten weiterhin, dass ihre patentierte Technologie schneller und zuverlässiger Daten übertragen als die Satelliten der Vorgängergeneration erlauben, die ja bekanntlich unter Störungen und Verzögerungen litten. Ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber diese Artefakte, die wir da suchen, sind, ja, wenn die in die falschen Hände kommen, und dann ist halt immer die Frage, was ist dann real und wie viel ist Fiktion dahinter? Auf jeden Fall, diese Artefakte lösen auch diese Natur, ja, die Naturereignisse aus und die sind sehr verheerend. In anderen Teilen, ja, erlebt man dann auch so einen Teil dieser Zerstörung. Deswegen, ich weiß nicht, ob es hier dann auch noch so einen Real-Life-Part gibt, werden wir sehen. Deswegen will ich da gar nicht zu viel spoilern. So, hier ging eine Mail an
an Lucy von Ellen Rickey. Mr. Rickey. Ach nein, von Lucy. Der hat die Mail abgefangen, oder was? Weil von Lucy an Ellen. Ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner... Okay, da fragt sie nochmal nach Layla. Seine Antwort, ab dem 1. September bin ich nicht mehr im Büro. Ich komme am 4. Oktober wieder. Im Notfällen wenden Sie sich bitte an meine Assistenten. Ubi Jakob. Das ist, glaube ich, auch die, die dann in Unity zuständig war. Anschluss 1003. Weil Jakob war der Charakter von Unity. Sie haben gesagt, sie würden kein Problem darstellen und hier ist es schon wieder dabei, in der Scheiße zu wühlen. Kümmern Sie sich darum, Warren. Sie haben für die gebürgt. Sie sind für sie verantwortlich. Wahrscheinlich für Lucy, ne? Also er ist dafür verantwortlich, dass Lucy ihren Job macht, quasi, ne? So, hier haben wir eine Mail von der Administration an Abstergo. Oh, ist auch wieder so eine riesen Textbox. Okay, die ging von der Administration aus nach Abstergo All, also alle haben das bekommen. Allgemeine Erinnerungen, alle Angestellten von Abstergo Industrie dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Zusammen mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir sie alle an Paragraphen 2.15 ihrer Arbeitsverträge erinnern. Ja, da wird jetzt hier nochmal ein bisschen erklärt, warum die alle so verschwiegen sind. Die werden halt, ja, unter Druck gesetzt, die Arbeiter, Mitarbeiter, und ja, dadurch wird das halt verschwiegen oder wird versucht, da irgendwie das zu verschweigen. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Gegenmittel vertrauliche Informationen entwickelt hat und diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstattet. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergos irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu begreifen wäre. Ein monetärer Ersatz dieser Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- und Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu wirken. Zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Ja, damit wird halt dann gedroht, na, dass die dann, ja, alles zivilrechtlich quasi durchgeklagt wird, sie dann alles zahlen und so, wird man halt dann unter Druck gesetzt, ne? Wie gerechtfertigt das ist halt immer eine andere Frage. Aber solange es keinen Kläger gibt, wird das auch keiner, ja, drüber recht walten lassen, ne? Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken vielen für Ihre Loyalität. So, mal sehen, ob er irgendwas geschrieben hat. Ja, Henry Lindemann. Also er hat dann Herrn Harry geschrieben. Anscheinend ist dieses Mal wirklich die Kacke am Dampfen. Jemand hat es geschafft, einen Haufen Dokumente zu den Studien zur Fluoridanreicherung öffentlich zu machen. Und jetzt wird die pharmazeutische Abteilung vom FBI untersucht. Sie haben den ganzen Laden zugemacht. Haben Sie gesehen, was in diesem Bericht stand? Was zum Teufel haben die sich
gedacht, die haben ja quasi eine ganze Stadt vergiftet. Ah, okay, scheinbar hängt da irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon mit dem Eden-Splitter zu tun hat, ob das quasi das Übel ist und wenn das ja die Temp, oder sagen wir mal, egal welche Seite das hat oder wenn das die falsche Person in den Händen hält, dieses Artefakt, kann man damit sehr viel Unrecht oder ja, kann man das natürlich wirken. Und es wirkt schon fast so, als hätte das irgendwer verwendet, diesen Splitter, oder hat er den irgendwie verwendet und damit vergiftet man wohl Leute, eine ganze Stadt. Okay, wow. Haben Sie die Nachrichten gesehen? Das wird den Aktien sicher einen Schlag verpassen. Sollen wir heute zu Mittag essen gehen? Okay. Und Jane Brickman hat er das geschrieben. Also warte mal, hier war noch etwas. Hier oben ist noch eine Message, ist noch. Und zwar kam die von Ellen, falscher Alarm. Mhm. Es geht um die Idioten aus der Pillenabteilung. Wir geben einen Pressemeldung zu den Satelliten heraus. Wir sagen ihnen, dass der Start bis zum 1. verschoben wird. Damit wird die Übertragungsreichweite verbessern. Damit wir die Übertragungsreichweite verbessern können, dann noch irgendwas über weniger Probleme mit Verbindungen. Alles natürlich zum Wohle unserer Kunden. Stellen Sie nur sicher, dass Sie das Benötigte besorgen, um das neue Startfenster zu erwischen. Okay. Dann Sicherheit, Dokumentenabteilung, Passwort. Ja, das könnte interessant sein. Und zwar ging diese E-Mail von ihm, also von Warren, an Alan. Warren, ich habe die Analyse Ihrer letzten Funde auf das sichere Terminal im Konferenzzimmer geladen. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie diese Prüfung und uns Ihre Kommentare zukommen lassen. Wir können die Suche nicht fortsetzen, bis Sie sich abgemeldet haben. Machen Sie dies bitte zur Priorität Number One. Mhm. Dann, was schreibt er zurück? Komme nicht an den Computer. Fragt noch einen Passwort. Achso, er kommt nicht ran, er braucht ein Passwort dafür. Ich rufe den Sicherheitsdienst für Sie an. Prüfen Sie in ein paar Minuten Ihre E-Mails. Das ist dann der Code 0006277. Dass er dann den Code oder das Passwort einfach so in einer Klarzeile rüberschickt, ist ein bisschen komisch. Gelöscht. Ah ja, das hatten wir gelesen. Unbekannter Absender, ich weiß. Oh, das hatten wir nicht gelesen. Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen. Er hat eine Metallkugel. Sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen, stechen. Haben Sie sie in Stücke gerissen? Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen, den Namen gehört. Ich werde es erzählen, jemanden, der mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit erkennen. Dann werden ihr bezahlen, ihr verrückten Bastarde. Werdet bezahlen. Ja, ist jetzt die Frage, haben... Ist das jetzt Bezug auf Layla oder ist das Bezug auf den Vorfall von Denver, ne? Aber ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ja. Ach nein, hier haben wir noch eine Abstergo News, also wieder aus dem News-Netzwerk von Abstergo. Tagesschlagzeile. Hunderte nach Wassermanipulationsskandal im Krankenhaus. Abstergo Holdings wird beschuldigt, im Geheimen die Wasserversorgung einer Kleinstadt manipuliert zu haben. Es wurde eine synthetische Chemikalie getestet. Sie
die intern als neues Fluorid bezeichnet wird. Die Nation oder Nation trauert um den Verlust des letzten Filmstudios. Mit der Schließung des letzten Filmstudios des Landes wurde heute Geschichte geschrieben. Die immer beliebteren Computerspiele sowie die um die greifenden Filmpiraterie werden als Hauptgründe für die... Das ist so ein kleiner Hit. Ja, Mitte der 2000 oder Anfang der, oder sagen wir Anfang, Mitte der Nullerjahre war es ja so, dass gerade der Schwarzmarkt aufgeblüht ist ein bisschen. Am Anfang war es ja so hauptsächlich, also sagen wir mal, bekannt wurde das im größeren Stil erst mit den ganzen Musiksachen. Also es wurden ja die ganze immer, gab ja dann die Tauschbörsen und da wurde dann die Musik getauscht und das wurde dann immer mehr. Dann wurden nicht nur Musik getauscht, Lieder getauscht, Alben, Filme, Videospiele. Und das war nicht nur für Ubisoft, sondern halt für viele, auch für Filmproduzenten natürlich auch ein bisschen ein Problem, da halt sehr viel über diese Tauschbörsen gehandelt worden ist. Und das ist hier so, ja, so ein kleiner Kniff. Ja, ist ganz nett. Also es erinnert mich ja zum Beispiel an diese Zeit, ne? So, dann haben wir, glaube ich, alle Informationen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mehr rausbekommen. Aber irgendwer außerhalb weiß Bescheid. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Riddick oder wie der hieß, ob der wirklich ein Mitarbeiter von Abstergo ist, weil interessanterweise hatte er kein Passwort. Kein Passwort, er hatte also keinen Zugriff auf diese internen Sachen. Dann wird ihm ein Passwort geschickt. Es gibt keine Authentifizierung, ob wirklich er der Dude ist, sondern ihm wird einfach ein Passwort geschickt. Kann ja natürlich sein, dass es irgendwer abgegriffen hat und wie auch immer. Und es hat auf jeden Fall, wer außerhalb weiß, was passiert ist und versucht da irgendwie zu intervenieren. Schauen wir mal, was passiert. Ich würde sagen, wir legen uns hin und schauen wir mal, was am nächsten Tag passiert dann, wenn wir wieder geweckt werden vom Warren. Aber wir haben einiges an Lore erfahren. Aha, da ist er ja. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Ach nein, jetzt fällt es mir ein. Jakob Frey war ja nicht Unity, also Frankreich, sondern das war ja das London-Ableger.
Syndicate, ne? Ich versuche ihn nochmal anzuquatschen. Vielleicht gibt er hier unten hinten nochmal eine Voice Line. Einfach ein bisschen Lore. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. Ja. Jetzt können wir uns hier nicht hinsetzen. Versuchen wir nochmal mit dir zu quatschen. Ah, das geht auch nicht. Okay. Gut, dann rein in den Animus. Bitte hinlegen. Okay, es gibt auf jeden Fall einen Unfall und ja, mit Medikamenten. Das scheint auch nur eine Ausrede zu sein. Also scheinbar haben sie den Eden-Splitter verwendet. Es ist fast geschafft, Alter hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumte, träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Alter, ihr. Bringt es jetzt zu Ende. Ich bezweifle, dass es wirklich dann schon das Ende ist, aber schauen wir mal. So, was kriegen wir? Neue Fähigkeit erlernt, Schwertmeister, Schaden wird nochmal erhöht, neue Waffe erhalten, extra Wurfmesser. Okay, wir kriegen nochmal ein paar Wurfmesser. Vielleicht haben wir jetzt 15. So, jetzt sind wir frei. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Achso, hier drin sehe ich nicht, wie viele Wurfmesser wir haben. Ja gut, dann reisen wir mal in die City nach Jerusalem. Ne, ins Büro. Ich würde jetzt auch... Ja, wir haben ein gutes Länge für die Folge erreicht. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier Pause oder ich wechsle in die nächste Folge. Ich habe jetzt noch Zeit... Ja, für eine gute Folge noch zum Aufnehmen. Ich würde dann hier die Zeit nutzen in der nächsten Folge. Naja, wir brauchen sicher eine Stunde, hier alles freizuschalten, alles, ja, alle Informationen quasi zu bekommen. Und dann werden wir sehen, was der letzte Auftrag hier sein wird. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke euch fürs Dabeisein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Servus!